Verdammt. Oje. Sachen bauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Bereit? Heute schickt dein Lehrer dich auf Wandertag. Lass dich da draußen bloß nicht umbringen. Du gehörst nicht zu uns. Oje! Oje, Comadre. Willst du mal mit Guapo Gassi gehen? Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markiere es dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Hola. De vuelta. Was willst du? Ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Vamos, vamos! Langsam. Vamos! Hey, komm her! Gebola,
Der FND hat einen Kontrollpunkt eingerichtet, der diese Insel in zwei Teile teilt. Nimm ihn auseinander. Aber achte auf die Nagelsperren. Muchas gracias. Ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich habe schon genug davon in Esperanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie Libertad sich aus der Asche erhebt. Los! Ganz ruhig! Vorratsraum.
geschossen. Ah, hier. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Du willst das Militär da treffen, wo es wehtut? Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Na los. Sei brav, Pferdchen. Ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Thank you.
Los geht's, Pferdchen. Es ist alles okay. Du bist am richtigen Ort, Dani. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon, ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Bist du Ex-Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin. Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Was ist los? Gut, jetzt bleib in der Nähe. Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Pesos griffbereit. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Ich suche mir eine bessere Position! Du hast was für mich? Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Danke dir. Klar. Was auch immer du und Reißer vorhabt, ich will nicht da sein, wenn es passiert. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst.
Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Guapo. Da ist der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Gut. Danny, pass auf! Sie haben ihre Patrouillen zurückbeordert. Im Ernst? Du meinst, da sind noch mehr von denen?
vorsichtig sein. Thank you.
das Waffenlager. Der Soran ist da drin. Ein Krokodil! Hier muss ich gut aufpassen. Jetzt komm schon mal los. Das ist ein verfluchter Ding. Im Ernst? Du meinst, da sind noch mehr von denen? Truck! Thank you.
Bleib da! Ernst? Du meinst, da sind noch mehr von denen?
Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen.